Liebe Zuschauer, wir befinden uns immer noch im Museum für den Islam hier in Sharjah, aber demnächst wird eine wunderschöne Ausstellung hier eröffnet und ich habe das große Vergnügen, Professor Dr. Weber neben mir zu haben. Er ist der Direktor für Museum Islamische Kunst in Berlin. Das heißt, Sie haben jetzt ganz, ganz viele Exponate von Berlin hierher gebracht und bauen das langsam auf und die ganzen Gäste, die hierher kommen, dürfen gespannt sein, was Sie alles mitgebracht haben. Wie hat das alles so funktioniert? Hatten Sie das vor oder hat man Sie eingeladen? Wir haben schon länger einen Kontakt zu Sharjah und der ist uns sehr wichtig, weil hier sehr gute Arbeit geleistet wird und wir auch eine persönliche gute Verbindung hier haben zu den Kuratoren. Und die haben gesagt, wollt ihr nicht was machen zum Kulturjahr für der islamischen Zivilisation hier in Sharjah? Und wir haben gesagt, natürlich können wir was machen und haben lange noch diskutiert mit den Kuratoren hier, was wir machen könnten und haben dann entschlossen, wir gehen auf die frühen Kulturhauptstädte der islamischen Welt. Denn dass Sharjah dieses Jahr Kulturhauptstadt hat ja dann doch was zu tun mit einer langen Serie von wichtigen Städten, die es im Nahen Osten gibt. Und wir haben uns dann auf Bagdad und Damaskus, also die Hauptstadt der frühen Kalifen, konzentriert. Nicht nur auf die Hauptstadt, sondern vor allen Dingen auch auf die ganzen Objekte, die dazugehören, aus den Wüstenschlössern in Syrien oder aber auch aus Samarra, einer großen Residenzstadt des abbasidischen Kalifen. Und unser Museum Berlin ist einzigartig dahingehend, dass wir sehr viele Objekte aus der Zeit haben. Es ist weltweit nicht nur das älteste Museum für islamische Kunst, sondern nach Kairo muss man sagen, aber in der westlichen Welt das älteste, sondern wir haben auch sehr viele Objekte eben aus diesen ganz frühen Jahren mit der fantastischen Mashata-Fassade, von der wir hier ein großes monumentales Stück haben und wir wollen nicht nur mit diesem Objekt eine, sagen wir, Sharjah feiern, sondern auch unsere Zusammenarbeit, denn wir arbeiten mit dem Goethe-Institut zusammen noch an einer Ausbildungsphase für Kuratoren und Restauratoren und versuchen eine Verstetigung dieses Prozesses, sodass wir nicht nur einmal hierher kommen mit 100 Objekten, die zeigen und wieder einpacken, sondern dass wir langfristig nicht nur auf Freundschaft, sondern auch auf Kenntnis und Vertrauen aufbauen können. Wie kriegen Sie eigentlich diese ganzen Stücke zusammen? Sind Sie permanent unterwegs? Sie sind ja gar nicht in Berlin, wenn Sie nur die ganz tollen Stücke überall auf dieser Welt suchen. Na, wir haben ja, also unser Museum ist wie gesagt sehr alt. Es gibt eine ganze Reihe von Direktoren und Kuratoren, die schon seit langem im Nahen Osten gesucht haben. Und früher kamen halt viele Objekte über dieses Findsharing, über die Verträge mit den Osmanen hierher, sodass wir sehr viel Glück haben, ca. 50.000 Objekte zu haben in den Depots. So, für uns ist dann eigentlich mehr die Frage, was nehmen wir und wie präsentieren wir das? Und das wird dann, das ist leider dann sehr teuer, mit großen Firmen transportiert, mit Kunstfirmen, die packen das dann in ganz extra gefertigte Kisten hinein. Und dann sind da auch immer Restauratoren dabei. Meine beiden Restauratoren sind gerade wieder nach Hause gefahren, seitdem die Objekte hier sind. Also es ist ein Riesenaufwand organisatorisch, es ist so, als würde man wirklich ein kleines Museum umziehen und das kostet vor allen Dingen sehr viel Geld. Aber es macht nachher auch Spaß, wenn alles hängt und die Besucher sind begeistert und es werden immer mehr und die Schlangen werden nicht weniger vom Museum, ne? Ja, also wir sind natürlich in Berlin jetzt sehr glücklich, denn wir haben fast 900.000 Besucher letztes Jahr gehabt, das sind 80% mehr als noch vor 6 Jahren, also wir haben einen riesigen Run. Uns ist allerdings auch wichtig, dass wir nicht nur diese Objekte zeigen, sondern vermitteln, so inszenieren, dass man sich auch angesprochen fühlt. Also hier, man kann fast an einem Stück haben versucht, die ganze Fassade aufzuziehen, aber die Vermittlungsarbeit auch der Inhalte, die ist uns sehr wichtig. Also hier sind überall kleine Filmchen, die wir gemacht haben mit Sharjah zusammen und man kann hier doch sehr viel erfahren über die Zeit, also nicht nur Objekte bestaunen, sondern richtig etwas lernen über eine Epoche der frühislamischen Zeit, über die man doch eigentlich sehr wenig weiß. Das ist schon mal sehr spannend. Wann geht es hier jetzt genau los? Wie lange dauert die Ausstellung? Wir fangen hier am 14. Oktober, kommt Emir und wird das eröffnen. Darauf freuen wir uns schon sehr und fühlen uns auch sehr geehrt. Und die Ausstellung bleibt dann drei Monate bis Januar. Und wir hoffen, dass viele Personen kommen. Auf jeden Fall denke ich, dass sie hier sehr viele Dinge sehen können, die sie vorher noch nie im Leben gesehen haben. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, ja, Sharjah kann ich jetzt nicht gleich besuchen, weil die Zeit reicht nicht, aber Sie können es in Berlin wahrscheinlich besichtigen. Wo finden wir Sie in Berlin? Mittendrin auf der Museumsinsel im Pergamonmuseum. Also besser geht's gar nicht.
Also liebe Zuschauer, dann nehmen Sie sich die Zeit, die kalte Jahreszeit kommt, die Sonne geht weg, dann haben Sie am Sonntag vielleicht nichts zu tun, dann sollten Sie auf jeden Fall ins Pergamonmuseum gehen und sollten sich diese Ausstellung anschauen. Und wenn Sie aber auch Zeit haben und Sie haben zufälligerweise noch ein Flugticket übrig, fliegen Sie einfach mal nach Sharjah, kommen Sie nach Sharjah und Sie werden nicht enttäuscht sein. Sie bekommen eine wunderschöne Ausstellung. Wir durften jetzt schon mal ein bisschen reinlucken und gucken, was alles hier ist. Und Professor Dr. Weber hat eine ganze Menge mitgebracht, kann ich Ihnen versprechen. Und es wird bestimmt ein Highlight, diese Ausstellung dann auch hier in diesem Museum zu sehen, weil wenn Sie das Museum dann noch auch weiterhin besuchen, dann wird es ganz toll. Also packen Sie alles ein, kommen Sie in Urlaub, machen Sie ein paar schöne Tage und kommen Sie nach Sharjah. Vielen Dank, Herr Professor Weber, und dann toi 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 für die Ausstellung und viel Erfolg und wir sehen uns in Berlin. Ja, bis dann. Alles Gute.